So, einen wunderschönen Nachmittag. Heute ist der 5.1. und ich freue mich heute zur Maskenpflicht auch bei Versammlungen zu sprechen, weil ich immer wieder Anzeigen auf den Tisch bekomme, die mir natürlich sehr viel Arbeit machen und die Behörden oder sprich die Polizei, die dann diese Anzeigen ausstellen, beginnen einen richtigen Spießrutenlauf, nämlich die Verfehlung wegen einer nicht tragenden Maske, also wenn ich keine Maske trage, läuft meistens so ab, dass man über 3 Monate alle Gesetzesänderungen und Verbesserungen dokumentiert und keinen Durchblick mehr hat, warum eine FFP2-Maskentragepflicht überhaupt entstanden ist. Und ich möchte heute ein bisschen aufklären in dem Bereich, dass ich einmal erkläre, wie sind die gesetzlichen Regelungen. Also wir haben ganz oben steht einmal unsere Verfassung, das sind unsere Grundrechte, also Rechte und Pflichten. Dann haben wir ein darauf resultierendes Gesetz, was auch immer das für ein Gesetz ist. Dieses Gesetz muss verfassungskonform sein, sonst darf es nicht im Umlauf gebracht werden oder kann es angefochten werden aufgrund der Grundrechte der Bürger. Ne? So, und daraus resultiert, also aus diesem Gesetz, aus diesem Maßnahmengesetz, Covid-Maßnahmengesetz, resultiert dann jetzt eine Verordnung, wo der Herr Mückstein und der Herr Anschober davor ihre Richtweisungen geben kann. Und das ist aufgrund eben der Pandemie, die ja keine ist, das wissen wir ja mittlerweile, hat schon die WHO am 15.10.2020 erklärt, ich glaube, wir haben uns geirrt. So wie die Studien laufen, ist Corona oder Covid-19 gleichzusetzen mit einer Grippe. Aber ja, in den Nationalstaaten, speziell in Zentraleuropa, werden diese Maßnahmen und die WHO-Richtweisungen gar nicht ernst genommen, sondern es wird immer nur ernst genommen, was negativ ist für die Bürger, was positiv wäre, wird nicht aufgenommen. Also hat Herr Mückstein als zuständiger Minister eine Art Generalkompetenz. Also er kann per Verordnung regieren und da braucht er kein Parlament mehr dazu. Und das muss man mal wissen. Das heißt, diese Abgabe, dass eben ein Kontrollorgan wie das Parlament, das ist, hier sind die Bürgervertreter, die aufpassen würden, was der Herr Mückstein macht, haben ein Gesetz abgesegnet und haben so quasi eine Generalvollmacht, weil wir ja Covid haben. Covid ist das Schwierigste in unserem Land. Und alles andere muss sich unterordnen. Somit hat er eine Generalvollmacht und kann per Verordnungen regieren. So, und in dieser Verordnung hat er die FFP2-Maskenpflicht deklariert. Das ist ja ein Riesenabsatz. Und da sind halt die öffentlichen Plätze bei Konzerten zum Beispiel, in geschlossenen Räumen, überall wollen die ja die Maskenpflicht im Handel. Und einen Punkt möchte ich heute herausgreifen. Dieser Punkt ist auch bei Versammlungen. Ist eine FFP2-Maske zu tragen, laut Versammlungsgesetz 1953. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Geschichte, nämlich, was steht in diesem Versammlungsgesetz drin? Und in diesem Versammlungsgesetz steht unter Paragraph 9 drin, man darf an der Demonstration teilnehmen, wenn keinerlei Verhüllung oder Gesichtsverhüllungen durchgeführt werden. Das ist auch logisch. Hat ja einen Grund, wenn irgendwas passiert, kann man mit einer Gesichtssoftware die Menschen erkennen und eben dann zuordnen. So, und jetzt werden schon die einen oder anderen lachen. Ich habe euch gesagt, es gibt die Verfassung, dann die Gesetze und dann die Verordnungen. Das Versammlungsgesetz, weil es ja ein Grundrecht ist, steht im Verfassungsrang, steht höher wie ein Gesetz und steht höher wie eine Verordnung. Und wenn der Herr Mückstein meint, dass man eine FFP2-Maske tragen muss, widerspricht er einem Verfassungsranggesetz. Nämlich, dort steht drin, man darf es nicht. Und jeder Polizist, der eine Strafe ausstellt, macht sich hier strafbar, weil er einen Gesetzesbruch macht. Na, Entschuldigung, das war nicht so genau. Einen Verfassungsbruch, das macht er. Er widerspricht eben den Verfassungsrang dieses Gesetzes, weil wenn wir keine Covid-Geschichten haben, dann gilt eben das Versammlungsgesetz.
So, und in diesen Verordnungen steht nicht drin, dass ein Versammlungsgesetz abgeändert worden ist. Also wenn ihr nachschaut, Versammlungsgesetz 1953 ist immer noch aktiv, somit ist es ein vorherrschendes, im Verfassungsrang stehendes Gesetz und alles andere ist untergeordnet und keiner darf euch strafen. Ja, diese Dinge wissen die Polizisten anscheinend nicht und wenn es so wäre, würden sie ja nicht strafen, aber dass sie sich selber nicht mehr auskennen, wir haben in diesem Jahr, Entschuldigung, im Jahr 2021 hat der Herr Mückstein 427 Änderungen eingeleitet. Also 427 Verordnungen, Gegenverordnungen aufheben, einstellen, aufheben, einstellen. Er hat da nicht den Herrn Anschober geschlagen, weil der hat nämlich mit 598 im Jahr 2020 ja den sogenannten Bock abgeschossen. Also 427 Änderungen von Verordnungen sind hier gemacht worden. Und jetzt frage ich euch ganz einfach, könnt ihr jetzt glauben, dass ein Polizist nur annähernd eine Idee hat, was sich da geändert hat? Ich kann euch das sagen, nein, hat er nicht. Oder überwiegend nicht. So, und jetzt komme ich zu der Sache, wie gehe ich mit der Sache um, wenn ich auf einer Demonstration bin und dort eine Maske oder keine Maske eigentlich trage und bekomme eine Strafe. Bitte seid so nett, eskaliert nicht und diskutiert nicht mit dem Polizisten, außer dass man ihm nur sagt, lieber Polizist, wenn du mir jetzt eine Anzeige gibst, bitte ich dich davor, du schickst du mir sehr zu, eben das Versammlungsgesetz von 1953, Paragraph 9 anzuschauen. Und wenn du immer noch der Meinung bist, dass du dann eine Anzeige schreiben möchtest, dann werden wir diese beeinspruchen. Das heißt, man weist sich aus, man weist den Polizisten darauf hin und ganz wichtig, am Ende der Amtshandlung verlangt bitte die Dienstnummer. Wenn der Polizist die Dienstnummer nicht geben möchte, dann macht ihr Folgendes. Ihr ruft 133, sagt es dem Polizisten davor, soll ich jetzt die Polizei holen, dass sie sich ausweisen, weil ich muss jetzt dann davon ausgehen, dass sie ein Betrüger sind. Sie haben sich nicht ausgewiesen, sie tragen eine Polizeiuniform und ich kann weder ihren Namen wo erkennen, noch ihre Dienstnummer. Also muss ich die Polizei holen, die dann vorbeikommt und ihnen die Dienstnummer abnimmt. Oder sie geben sie mir, ganz einfach. Also der Bürger muss sich ausweisen und auch der Polizist bei einer Amtshandlung muss sich ausweisen. Und da er ja natürlich keinen Ausweis trägt und sagt, ich bin der Herr Meier XY, hat er eine Dienstnummer, dass er auch geschützt ist vor etwaigen Anfeindungen im Privatleben. Also Dienstnummer bitte aufschreiben, fotografieren. Meistens haben die Polizisten auch eine Karte mit, wo die Dienstnummer oben steht. Und dann passt es einmal soweit. Also ich bitte euch bei den Demonstrationen keine Maske zu tragen. Ich bitte euch bei den Demonstrationen eine ordentliche Amtshandlung zuzulassen, so wie ich vorher beschrieben habe, den Polizisten darauf hinweisen, dass es ein Versammlungsgesetz gibt, das steht im Verfassungsrang und er soll sich bitte nochmal anschauen, bevor er die Anzeige schreibt. Nur einen Hinweis geben, nicht diskutieren, nicht argumentieren. Und das Letzte ist, dann eine Dienstnummer von dem Polizisten zu verlangen. Warum? Wenn wir jetzt natürlich dann eine Anzeige bekommen und ein Einspruch wird geschrieben, dann wird das natürlich auch an die Behörde geschickt. Und der Polizist wird wegen Amtsmissbrauch und Diskriminierung und Nötigung bei der Staatsanwaltschaft im jeweiligen Bundesland dann angezeigt. Jetzt werden dann einige sagen, ja, das kann man nicht machen, das ist doch ein Polizist. Ein Polizist ist ein Bürger, genauso wie ihr, nur trägt er heute halt eine Uniform. Man kann einen Richter anzeigen wegen Befangenheit, Amtsmissbrauch. Man kann einen Polizisten anzeigen. Das gleiche auch mit einem Beamten oder mit einem anderen Staatsdiener. Also wir als der Souverän, sprich der Chef dieses Ladens, ja, Österreich, wir können unsere Mitarbeiter zur Verantwortung ziehen. Ob es fruchtet, ist eine andere Sache. Aber ihr habt es auf jeden Fall gemacht und ich bitte euch eindringlich, diesen Weg auch einzuschlagen, weil je mehr Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft einlangen,
Und je mehr Disziplinarverfahren ein Polizist hat, auch hier werden dann Umdenkmaßnahmen erfolgen. Also ich bitte euch darum, erstens keine Maske zu tragen, weil ihr seid ja dort auf der Demo gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Und eine sauerstoffabschneidende Maßnahme kann nicht gesund sein, in keinem Fall. Ja. Ja, und deshalb wünsche ich euch mit dieser Information viel Spaß. Teilt diese Information auch und ich gebe euch noch den Link dazu, zu den Versammlungsgesetzen. Ihr könnt das alles selber nachlesen. Ich freue mich, wenn ihr einfach den Polizisten klar macht, dass ihr der Souverän seid. Ein Souverän muss ein Wissen mitbringen und dann kann er auch argumentieren. Also viel Spaß am Samstag bei den Demos, wo auch immer das stattfindet und viel Spaß beim ordentlichen Nichttragen der Maske.